Yo Leute, was geht ab zum neuen Video? Danke, dass ihr eingeschaltet habt und ey, ihr habt's im Titel gesehen. Ihr habt's im Thumbnail gesehen. Heute versuche ich diesen abgehobenen, nein Mann, diesen einfach Henry zu pranken. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Ich mache das alles hier mit Urge. Urge. Es wird krank. Und zwar folgendermaßen. Es lief so ab. Henry hat Schuhe mir ausgeliehen, sage ich mal, ja. Seine NMDs. Und die NMDs sind zwar ganz normale NMDs, aber ey, er feiert die halt komplett. Und die waren auch nicht, sage ich mal, gerade so billig. Ich weiß nicht, wie viel NMDs kosten. Ist mir auch komplett scheißegal. Auf jeden Fall habe ich die mal ausgeliehen, weil ich die mal tragen wollte. So, ey, kann ich die mal vielleicht einfach mal einen Tag oder so mal ausleihen, um zu gucken, wie die sind, weil ich mir die halt vielleicht auch koppen wollte oder sonst was. Ja, dann sind sie halt ultra dreckig geworden. Also ich bin ganz normal in der Stadt gewesen und es hat richtig auf einmal angefangen zu regnen und ich bin durch Matsch und so gegangen, aber Henry weiß halt noch nicht, dass die halt so dreckig sind und so. Und dann ist mir einfach so die Idee gekommen, so ey, Digga, du prankst ihn einfach mal damit. Uns ist sozusagen, also mir und Gideon ist sozusagen die Idee aufgekommen, dass wir einfach Bilder von den paar Schuhen machen, die jetzt gerade in der Wäsche sind. Kann ich euch gleich nochmal zeigen, nehmt euch gleich mit. Ein Bild davon machen und das so photoshoppen, dass es halt auch wirklich real aussieht und richtig, sag ich mal, blau angelaufen ist oder grün angelaufen, was auch immer. Wir sagen dann einfach so, ja, Handtuch oder so war noch drin. Ich hoffe wirklich, das funktioniert. Wird auf jeden Fall geil. Ich zeige euch mal ganz kurz die Dings. Die Schuhe, die sind nämlich, glaube ich, noch in der Wäsche. Ja, die sind noch in der Wäsche. Ah, ja, die sind auch noch gut an. Machen wir mal aus, machen wir auf. Ja. Alter, die sind wieder richtig clean geworden. Heftig. Aber es ist also perfekt. Es ist perfekt für den Prank. Ja, also ihr werdet bestimmt nichts dran merken. Ey, die sahen wirklich davor. Die sahen einfach scheiße aus. Wirklich, die kannst du wegschmeißen eigentlich. Und jetzt eigentlich relativ überrascht, dass die so weiß geworden sind. Sind die noch nass? Ja. Ja. Auf jeden Fall werden wir ihn jetzt damit pranken. Ja, ich hab richtig Bock. Komm mit, wir machen jetzt ein Foto. Oh, ey. Rese. Das wird safe geil. Okay. Positioniere die Kamera und let's go. Also wir machen jetzt zusammen ein Foto, was wir dann bei Photoshop zusammen bearbeiten werden und dann halt später Henry schicken werden und ich bin gespannt, wie er reagiert. Junge, er wird ausrasten, er wird heulen. Wären das meine Schuhe, ich würde ihm nie wieder irgendwas geben, das kann ich euch sowas von versprechen. Okay, mach jetzt mal ein Foto und versuch nicht mäßig, keine Ahnung, dass es gestellt aussieht oder irgendwie sowas und ja, wir versuchen es einfach zu bearbeiten. Passt. Okay. Ach so, was wir noch gar nicht gesagt haben. Henry ist gerade im Urlaub und deswegen werden wir ihn telefonisch anrufen. Ich würde sagen, wir sagen ihm am Telefon so, sorry, da ist was passiert. Wir können dir jetzt bei WhatsApp ein Foto schicken. Das schicken wir ihm per WhatsApp und dann, ja, gucken. Safe. So, wir sind jetzt auch schon direkt in Photoshop drin. Welche Farbe wollen wir eigentlich machen? Welche Farbe? Oh, sieht das asozial aus. Nimm bitte Nimm gelb. Das ist übertrieben, oder? Also. Aber ihr werdet es bestimmt am Thumbnail sehen. Mach mal wieder grün. Oh, sieht so asozial aus. Auf jeden Fall werden wir einfach mal so ein bisschen... Es darf wirklich nicht zu bearbeitet aussehen, ne? Deswegen müssen wir uns da was überlegen. Das wird so safe geil. Ich würde sagen, Das steht schon fest. Nee. Aber ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, wie es aussehen wird. Und ich würde sagen, ich mache einfach ein bisschen Zeitraffer, dies, das und so. Und dann Endprodukt kommt gleich. Let's go. Oh. So, Leute. ich hoffe, man sieht das. Fokus, danke. Ich hoffe, das kann man erkennen. Das ist das Originalbild, ja? Und das Bearbeitete. Boah. Also wir wollten jetzt nicht übertreiben. Wir haben es schlicht gehalten, aber man sieht halt so einen leichten pink-lila Stich so. Mal gucken, was... Ey, das wird einfach geil. Ich hoffe, er fällt drauf rein. Das wird safe klappen. Okay, dann würde ich sagen, rufen wir ihn an? Oder wollen wir ihm erst das Bild schicken? Nee, erst anrufen. Lass ihn anrufen. Ja. Okay. Ich rufe ihn jetzt an. Ich hoffe, es klappt. Oh. Ja? Ey, Henry? Henry? Was? Was willst du? Ey, du hattest doch mal, ich hatte doch mal deine NMDs, ne? Auf jeden Fall, muss ich dir, sag ich mal, was Kleines sagen. Ich hatte die gestern an, ich hab die mal anprobiert.
ich dachte mir so, ja, ich will die mal vielleicht so ganz kurz nur ausprobieren, wie die so sind und so, weil ich mir halt vielleicht auch welche ziehen möchte. Und ich weiß, hätte ich dir Bescheid sagen sollen, ist auch Kacke und so, tut mir auch echt leid deswegen, aber auf jeden Fall sind die, weil es geregnet hat hier, extrem dolle dreckig geworden. Extrem dolle. Und ich habe die dann einfach in die Waschmaschine geballert. Die hat dann ja blöderweise noch ein Handtuch, sage ich mal, damit reingenommen und das ist dann halt ein bisschen verfärbt, also die Schuhe. Ja, ich kann dir noch mal kurz ein Bild schicken. Soll ich dir einfach mal eben auf WhatsApp das schicken, das Bild? Ja, weiß ich nicht. Ich schick's dir einfach, ja? Alles klar. Gut, dann bis gleich. Er war irgendwie abgefuckt, oder? Er war so abgefuckt. Man merkt es, wenn ihr nicht mehr viel redet und dann nur so ein Ja. Alter. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt. Soll ich Bildschirmaufnahme machen? Alter, ich komme nicht drauf klar, dass er es so abgekauft hat. Das ist so übertrieben. So, also ich habe jetzt das Bild. Hier nochmal. Alter, ich schicke ihn dir jetzt. Ich bin so gespannt, Alter. Soll ich noch eine Memo machen? Nein, ich bin nur gespannt, wie er Er hat's antwortet. gelesen, er hat's gelesen. Nein, eigentlich nicht. Weil er. Ich weiß es nicht, Mann. Vor Ich allem hoffe er es nicht. nicht. Oh, er schreibt, oh. Alter, ich hab so Eierflatter, ne? Er kauft's ab! Richtig uncool, die waren echt teuer. Alter, was schreibe ich jetzt? Nein, mach so mäßig so. Ja, ey, die sind. Aber die sind wieder heller geworden. Neue coole Farbe, irgendwie sowas, keine Aber Ahnung. die. Warte, aber die sind heller geworden und sehen so. Auch Trotzdem. nice aus. Punkt, Punkt, Punkt. Scheiße. Alter, es wird so geil. Stell dir vor, er blockt mich oder so, er ruft nochmal an. Oh, es wäre so geil, würde er nochmal anrufen. Vor allem, er ist gerade im Urlaub, wollte die Schuhe eigentlich mitnehmen, hat die Schuhe vergessen, also nochmal extra angepisst. Und jetzt hat die Kira nochmal angezogen und sind verfärbt. Okay, er schreibt nochmal. Alter. Ich bin so gespannt, was er schreibt. Ja, aber haben mir weiße Schuhe gekauft, damit die weiß sind und nicht rosa. Junge! Alter! Was soll ich schreiben? Ich muss ihn richtig hochnehmen. Willst du ihn weiter hochnehmen? Ich hätte jetzt Ja, schon. komplett! Ich hätte jetzt schon Komplett! Komplett! aufgelöst. Junge, er muss leiden, der Spasti. Oder ruf ihn Ja. an und frag so, ja, keine Ahnung, wie wollen wir das machen? Vielleicht kann man die nochmal reintun oder sowas. Ja, Na, safe, ja. ruf ihn nochmal an. Kann ich nochmal anrufen? Nein, nein, ruf einfach Ja, nochmal an. okay. Okay, ich call ihm jetzt nochmal. Der ist schon ein bisschen angepisst, würde ich Ja, sagen. ich würde so heulen. Stell dir vor, es wäre echt real. Ich würde so heulen an seiner Stelle. Ja, ey, du hast das Bild gesehen, ne? Wie wollen wir das jetzt machen? Willst du dafür Cash oder so? Oder soll ich nochmal waschen, dass es rausgeht oder so? Ja, also ich pack die nochmal in die Waschmaschine. Ich guck dann einfach nochmal. Und ja, dann guck ich mal, ob das weggeht oder nicht. Aber das sieht halt auf dem Bild halt echt schlimm aus. Dann wäre echt cooler, wenn du so fragst, weil, keine Ahnung, wäre es jetzt etwas Materielles gewesen, wo wenn es jetzt kaputt geht, also wenn es kaputt ist, ich was Neues kaufe oder wie, das neue Profit ist ja cool, aber ich meine, ich habe 180 € für die Schuhe ausgegeben und habe sie jetzt gerade vor KM2 auch wieder clean weiß gemacht und jetzt ist er rosa so und jetzt sehen sie halt weniger cool aus. Ja, kann ich total verstehen. Ja, okay, dann wasche ich die nochmal, ne? Ja, ey, aber warte nochmal ganz kurz. Ich hab dich so hochgenommen, ne? Digga, die sind doch komplett weiß, Mann. Ich hab dich Warte, komplett verarscht. wir schicken dir noch mal ein Foto, ja? Wir schicken dir noch ein Foto. Was soll ich das jetzt? Junge, du bist ein Video von mir, du Lappen. Boah, was hast du geiles Video? Lappen.
also sie sind alles clean. Okay, dann sollen die Leute mich nicht so abonnieren oder so. Ja. Schick ihm jetzt nochmal das richtige Foto, ja, okay, vorher. Dann vor allem, er hat es wirklich abgekauft. Er war, Junge, ich wette, er ist immer noch richtig abgefuckt. Jetzt ist er noch angepisster, weil er weiß, er wurde geprankt. Aber hauptsächlich darum, weil er gerade im Urlaub ist und einfach nur chillen möchte gerade. Boah, ich würde so heulen an seiner Stelle. Mach ihm noch eine Audio, die sind echt gut weiß geworden wieder. Spacko, ey, schreibt er. So, also ich habe ihm jetzt die Schuhe nochmal geschickt. Alter, ich habe ihn so hochgenommen. Ich hätte es wirklich nicht geglaubt, dass er das halt so abkauft. Ehrlich ja, nicht. Ja. Ey, ich hätte es auch nicht gedacht, weil er ist wirklich dolle misstrauisch. Er checkt sofort, wenn irgendwas gerade am... Keine Ahnung, wenn gerade irgendwas ist, er checkt ja, es. Vor allem habe ich mich sozusagen auch revanchiert dafür, weil er mich im letzten Video von... Also in seinem letzten Video geprankt hat. Also geht das erstmal an dich raus, ne? Das Track wird geschrieben. Nee, ist schon online. So. Ja, auf jeden Fall, denke ich, war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, so wie ich ihn komplett hochgenommen habe und so. Und er ist ja der Lappen und so und abonniert ihn nicht und so. Nein, auf gar keinen Fall. Abonniert ihn auf jeden Fall. Vor allem will ich jetzt nicht in den Kommentaren irgendwie sehen, Fake Prank. Das war wirklich zu 100% real. Das kann ich euch zu 100% versprechen. Es war einfach... Aber weißt du was? Was auch oft gesagt wird bei Leuten, die es wirklich faken, die sagen auch oft so, nein, das ist kein Fake Prank. Wollen wir es lieber lassen mit, nein, das ist kein Fake Prank? Vielleicht. Nein, er ist real, aber... Es ist real, es ist real. Es ist real, ja. Jetzt kommt das richtig unglaubwürdig, ne? Nein, aber es ist halt wirklich real. Scheißegal, was ihr sagt. Nee, das und das Video beweist Minute 2, 30 Sekunden, beweist, dass es nicht real ist und so. Es ist real, also alles gut. Und somit würde ich auch sagen, war es das mit dem Video. Danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Schaut auf jeden Fall bei Henry, dem armen Jungen, vorbei. Der hat ja so oder so keine Abos, ne? Schaut bei Urge vorbei, dass er mitgemacht hat. Danke nochmal. Und macht ihm die 100k voll, ne? Wisst Bescheid. Das würde mir gefallen, aber mir würde es noch viel mehr gefallen, wenn ihr erstmal Kieran abonniert. Ja! Trinkt viel Spezi, gebt euch ein Abo bei mir, addet mich auf Snapchat, Instagram und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, Leute, bis dann. Ja, dann danke, dass du das gemacht hast. Henner, dass du mich geprankt hast, Junge, das war richtig clean, wie du es gemacht hast. Aber tut mir leid, aber ich glaube, da hast du dir jetzt gerade einen Gegner gesucht. Jetzt wird geschossen. Junge, jetzt wird richtig gegeneinander geprankt. Spacko, ey.